Guten Morgen. Es ist der 4. September und damit Labor Day in den USA, also Tag der Arbeit. Und deswegen Feiertag, obwohl Montag ist. Das heißt, es wird vermutlich heute nicht so viel los sein auf den Straßen, was ganz gut ist, weil wir gerade von Merced nach Monterey fahren, direkt an die Küste. Und das ist quasi schon der obere Teil von dieser Strecke vom Highway Number One, wo man dann an der kalifornischen Küste lang fährt und irgendwie soll der ganz toll sein. Generell ist es heute ein bisschen kühler, was voll gut ist. Wir haben jetzt nicht irgendwie 38 Grad oder 40 oder so, sondern es sind nur 32 Grad und das um 11:15 am Vormittag. Yay! Wir wissen nicht, wie warm es dort wird, wo wir hinfahren, weil das Internet im Hotel leider nicht wirklich funktioniert hat. Deswegen konnte ich auch keine E-Mails konnte ich auch nicht lesen, aber auch nichts hochladen, keine Fotos posten und sowas. Ja, irgendwie war das hier mit Internet nicht so prickelnd. Jetzt fahren wir erstmal Richtung an die Küste. Wir sind jetzt auf dem 17 Mile Drive in Monterey und das kostet Eintritt, $10.25, und dann kann man hier so rumfahren. Ich hoffe mal, dass bei dem Eintritt auch ordentlich was zu sehen ist. Das war auf jeden Fall so das, was ich gefunden hatte, was man hier in der Gegend machen kann. Noch warten wir auf den richtigen Ausblick, der $10.25 wieder gut macht. Also man kann da unten Strand erahnen und auch das Meer. Aber noch sind hier nur Bäume im Weg. Irgendwo da hinten ist Meer. Oder? Oder geradeaus? Sind schon mal keine Bäume. Ja, da. Da ist Meer. Ich habe Meer gesehen. Wir sind hier in einer Gated Community. Auf den Straßen hier sieht man zwischendrin immer diese roten Streifen zwischen den gelben. Gelb ist die normale Straßenmarkierung. Und wir als Visitor und nicht Residents müssen den roten Markierungen folgen, weil hier noch ganz viele Straßen sind, die abgehen, wo irgendwelche Leute wohnen. Jetzt müssen wir nach links. Da sind wir doch langsam. Okay, also nachdem wir ein paar Kilometer durch Wald gefahren sind, kommen wir jetzt langsam runter ans Meer. Und zwar den Spanish Beach. Laut unserem schlauen Flyer, den wir hier bekommen haben, ist in Spanish Beach der Don Gaspar, oh, Spanish Bay natürlich, der Don Gaspar de Portoya und seine Mannschaft, die haben wohl hier irgendwie gecampt auf der Suche nach Monterey Bay. Bisschen viel los auf dem 17 Mile Drive. Vor allen Dingen hier am Strand. Da drüben ist der Golfplatz. Das ist doch jetzt tatsächlich hier ein bisschen frisch. Wir haben so ungefähr 25 Grad. Angezogen bin ich noch so wie für mehr, sagen wir mal, im Inland, wo wir hergekommen sind, wo es irgendwie zwischen 35 und 43 Grad hatte. Von dem her finde ich es doch gerade etwas frisch. Als ob sie den Ball verloren haben, ne?
wahrscheinlich verliert man hier ein paar mehr Bälle. Ich habe mir ein Jäckchen angezogen und meine Haare zusammen gemacht, weil es so furchtbar windig da draußen ist. Also dass auch die Türen vom Auto aufgerissen oder zugedrückt werden, je nachdem in welcher Richtung man ist. Und ich kann euch das mal gerade zeigen. Vielleicht könnt ihr es an den Leuten, die da sitzen, sehen, wie sehr die durchgeweht werden quasi. Die Nummer 13 hatten wir schon, aber sind wir da schon? Das ist der Strand hier vermutlich. Das ist, glaube ich, ja der weiße Strand. Da drüben ist nochmal der Rock, wo die Seals drauf sind. Wir fahren aber weiter, oder? Ja. Nummer 14. Cypress Point Lookout. For more than 100 years, this point has been a preferred view of the dramatic Pacific coastline. Closed April 1st to June 1st. Wahrscheinlich, wenn da die Robben ihre Babys kriegen. Aber jetzt ist es offen. Ja. Genau, da sind die roten Dinger. Cypress Point Lookout ist rechts. Nur dann fahren wir da hin. Da. Und das ist nämlich auch der Baum, der auf dem Logo mit drauf ist. Kalendermotiv. Schau mal, die haben eine kleine Mauer außenrum gebaut. Sonst wäre das schon weggebrochen, hä? Heute haben wir mal ein Zimmer mit zwei Betten. Keine Ahnung, ich glaube, das war das Einzige, was noch übrig war, als ich es gebucht hatte. Wir sind nur eine Nacht hier in Salinas. Zwischenstopp, bevor wir nach L.A. weiterfahren. Völlig ausreichend. Da draußen wäre sogar ein Pool. Aber es ist gerade ein bisschen frisch. Nach Pool ist mir jetzt nicht gerade. Wie macht man denn hier Licht an? Das wissen wir nicht. Vielleicht hier. Hier draußen wieder Dingens.
Und dann haben wir ein Bad. Sieht sauberer aus als im letzten, beziehungsweise sagen wir mal ein neuerer. Guten Morgen. Wir sind am, oh Gott, ich weiß gar nicht, welcher Reisetag heute ist. Es sind ziemlich viele Reisetage. Wir fahren heute nach L.A. und machen einen Zwischenstopp in Santa Barbara, weil wir heute quasi nur einen Fahrtag haben. Es sind insgesamt 5, 5,5 Stunden, 6 vielleicht, keine Ahnung. Eigentlich wären wir ja sonst gestern schon, ja, wobei gestern wäre vielleicht ein bisschen spät gewesen, aber wir wären irgendwie über den Highway 1 weitergefahren, wo man eigentlich direkt an der Küste lang fährt und diese schönen Ausblicke hat und so. Dann hätte ich uns da irgendwo was gebucht zum Übernachten. Aber das hatten wir schon vor ein paar Monaten mitbekommen, dass hier eine Brücke unterschwemmt wurde, glaube ich, und ja, irgendeinen Schaden genommen hat und die das erstmal, also die Brücke erstmal reparieren müssen, und so lange ist die Straße dort gesperrt und man kommt dort nicht über die Berge anders rüber. Also das heißt, man muss dieses komplette Stück an der Küste entlang fahren und deswegen können wir da einfach nicht fahren. Deswegen fahren wir jetzt im Landesinneren und fahren aber dann eben wieder rüber, wo wir dann wieder an die Küste fahren, dass wir wenigstens ein bisschen was davon mitbekommen haben. Wir fahren jetzt knapp 370 Kilometer auf dieser Straße. Exakt diese Straße hier. Der Robert hat also nicht viel zu tun. Naja, im Moment ist sein Fuß noch da unten bei den Pedalen. Nee, nicht wirklich. Da, er muss nur mal gucken, der Tempomat ist drin, dass wenn irgendwer bremst oder irgendwie langsamer fährt oder so, dass er dann reagiert. Aber ansonsten werden wir jetzt vermutlich weiter Harry Potter hören. Wieso? In Australien hat die Straßenklo ständig. Ach Quatsch.
Also ich weiß ja nicht, was ihr denkt, aber wir denken, das ist mal ein Haufen Autos. Wir haben hier auf unserer Seite gerade 2, 4, 6 Spuren. Eins davon ist eine Ausfahrt. Das gleiche vermutlich auch nochmal auf der anderen Seite. Also 10 bis 12 Spuren. Vorhin hatten wir 7 Spuren. Jo, ein Haufen Autos in L.A. Ja, Hogwarts. Sieht man immer. Da drüben. Da irgendwo. Da. Welcome to Hollywood. Wir haben keine Ahnung, was da vorne vor sich geht. Aber da sind lauter Polizisten. Und die weisen ein. Und ein Haufen Autos. Wir glauben, wir haben es rausgefunden. Und zwar ist da irgendeine Aufführung hier in dem Hollywood Building, wo hier diese ganzen Flaggen hängen. Okay, ich schwinge mal rüber, weil das wahrscheinlich cool aussieht. Keine Ahnung. Aber irgendwas ist da. Oh ja, da parken sie alle. Na, ich sag ja, der Sunset Boulevard ist irgendwie in der Mitte von allem möglichen Kram. Ich habe extra sowas rausgesucht. Der Sunset Boulevard im Sunset, oder was? Genau. Ich glaube, da vorne rechts irgendwo. Also, das ist unser Hotel in L.A. Hier drüben ist so eine Burgerkette. In-N-Out Burger. Das ist der Flur. Der sieht im Moment gerade so aus, weil die anscheinend umbauen. Haben sie extra gesagt. Und das hier sind unsere Fenster. Hier, das hier. Vielleicht können wir den Robert sogar sehen. Was? Wie? Hä? Was waren? Wir haben doch noch Fenster? Nein. Ja, deswegen. Ich wollte nur gucken, ob man dich sehen kann. Und dann ist das hier unser Zimmer. Also wir haben keine Außenfenster, sondern Fenster zum Gang, wo dann Fenster sind, nach außen. Aber ist ja egal, weil wir eh immer Airconditioning anhaben und eh nicht die Fenster auf, von dem her. Genau. Ansonsten quasi alles da. Hallo! Bett sieht ganz nett aus. Ich habe hier noch diesen Stuhl in der Ecke. Meiner! Dann haben wir hier ein Badezimmer. Scheint klein zu sein. Ja, aber wird schon reichen. Wir sind eh meistens unterwegs. Die Dusche. So, das war quasi das Zimmer.